Primrose Debüt. Fucking go. Schauen wir mal, was die haben. Ich bin mega gehypt. Let's go. Okay. Glaub, ich hab Primrose falsch eingeschätzt. Holy, bin ich überrascht. Crack. Ja, doch, durchaus solide. Hallo, bleibt im Ohr sofort drinnen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für einen K-Pop-Track, wenn er da im Ohr bleibt. I mean, er ist jetzt nicht so stark wie der von Maeve. Da hat mir der Song von Maeve Pandora ein bisschen mehr abgeholt, aber... Holy! Das ist ja absoluter Banger. Let's go, Mädel! Yo! Der Primrose. Hab mich überzeugt, das ist dann holy on the sick. Man, wie gesagt, der Song ist jetzt nicht ein Banger, aber er bleibt im Ohr. Der Rap-Part, ich liebe Rap-Parts in K-Pop. Wenn mich der Rap-Part nicht abholt, dann ist der Song nicht gut. Aber holy, ich bin mehr als überrascht von dir. Hello, leave me alone. Hello, oh ja, ich bin so sold. Primrose, du care. Okay, ich bin sold. Denn wie war jetzt nicht hochwertig produziert, war trotzdem Top-MV für ein Debüt absolut überraschend für mich gewesen. Hätte ich mal weniger erwartet, allein schon durch den Namen, durch die Concept-Teaser, was ich gesehen habe, bevor ich die Reaction geschaut habe. Aber dieses Duo kommt auf meine Liste, das wird im Auge behalten. Ich hoffe, Primrose bringt uns in den nächsten Jahr noch viel gute Musik. Der Rap-Part hat mich mega überrascht, mega abgeholt für ein Duo. Absolut geisteskrankes Typ. Vom Song her würde ich es ein bisschen unter Maeve einordnen, so
7,5 von 10. Falls ihr die Merrick Reaction schauen wollt, könnt ihr da gerne reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Absolut geisteskranker K-Pop-Musik. Und wir sehen uns im nächsten Video.